Hey ho, meine Lieben. Ich nenne das Video einfach ein lustiges Wochenende. Ich mache einen kleinen Zusammenschnitt, was der René bei uns hier alles Leckeres zum Essen macht. Und anfangen tut er mit einem Brisket. Genau. Hat er mitgebracht. Und ja. Monolith, Keramikgrill, wollte unbedingt ausprobieren. Noch nie gehabt, noch nie damit gearbeitet. Und was ist besser, als zu ihm zu kommen und sich ein paar Empfehlungen abzuholen? Danke. Bitte. Ich habe jetzt schon mal angefeuert. Wie viel Grad haben wir schon? Gar keine. Ja, jetzt lassen wir Monolith aufheizen. Nebenbei wird er sein Brisket-Fleisch vorbereiten. Oder brocken, klumpen. Batzen ist gut. Ja. Ja, und wie gesagt, ein lustiges Wochenende. Was noch alles kommt, ich habe noch keine Ahnung, aber wir werden sehen. Gehen wir dann über zum Fleisch. Ja, René, wo hast du denn das Fleisch all her? Ja, also ich zeig's euch mal. Das ist das gute Stück. Das ist bei uns aus der Lausitz. Und zwar habe ich das beim Fleischer unseres Vertrauens geholt. Und das ist ein Angus-Rind. Eine Brust vom Angus. Ein Angus. Und sehr geil. Werden wir es mal auspacken und würzen. Ja. Da ist er gerade am Würzen mit einem Rinderwahn von Philipp, das man leider auch nicht mehr bekommen kann. Man hat es gerade nicht gesehen im Bild. Ich habe ziemlich hergezoomt. Ja, hier ein bisschen rüber. Runter. Gut. Ja. Und schon ist es drin. Ja. Ja, also jetzt wird gewürzt, dann kommt noch der Temperaturfühler rein und dann kann es nachher dann schon auf den Grill. Genau. Also ich habe hier mal wieder meine alten Thermometer rausgekramt, in dem Falle jetzt heute das Inkbird, weil mein Grillei ist leer. Das kenne ich irgendwo her, wenn man das braucht. Ja, da hinten liegt das Fleisch, ich fühle es drin und ja, René, du darfst drauf wuchten. Genau. Ich muss aber nebenbei noch für Menschen. Ja, dann mach, auch mit dann mach doch. Also, wir tun jetzt ganz kurz mal anlupfen. Schön vorsichtig. Aufpassen, dass es nicht drunter fällt. Jetzt gibt mir das Thermometer. Geht das? Gut. Riesen Kabelsalat, wenn man sowas ja, also macht. Das sieht schon ein bisschen kurios aus hier. Also wir hätten. Also, leg drauf, dass der Deckel zugeht, weil es gebläst ist, nehme ich an. Gut. Durch. Mach einfach zu. Einfach zu. Gut. Gut. So, das Schlimmste haben wir erstmal geschafft. Wie ihr seht, das Fleisch liegt drauf. Es ist verkabelt. Es ist verdrahtet. Und ich denke mal, jetzt werden wir uns 6 Stunden erstmal Zeit nehmen. Ein bisschen labern. Und dann werden wir mal weitersehen. Weil ist der Grill nämlich zu lange auf und hat man einen Barbecue-Guru dran, dann kriegt er nämlich falsche Temperaturwerte und bläst. Und dann ist das Ding nämlich total überheizt. Mhm. Naja, je nachdem wie die Fühler positioniert sind, der zeigt jetzt 114 Grad an. Hier haben wir schön 110 Grad und am Gebläse unten auch genau 110 Grad. Weil genau auf 110 wollen wir es laufen lassen. Und das Fleisch sind wir nachdem auf 12 Grad. Kerntemperatur ist irgendwas so gegen 88 Grad angepeilt. Naja, lassen wir es laufen. Was wird denn hier gespielt? Tja. Was machst du hier? Für den Pichelsteiner Eintopf. Ein Pichelsteiner Eintopf? Gibt es da extra Video oder? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich wollte nicht? Wollten wir nicht, wir wollten das nur so. Einfach so, bloß ja, so nebenbei was ja, zum Mampfen. Genau. Okay. Ja. Weil ich mache ja eh bloß so ein Übersichtsvideo. Alles gut. Also du musst mir dann nachher sagen, was für ein Topf du willst. Naja, also für fünf Personen? Ich werde bestimmt nicht irgend... Ja. Erst wenn klar ist, was für ein Dutch Oven, dann kann ich Kohlen anfeuern. Hm. Ja, eben. Sage. Ich keinen Plan. Ich mache nichts. So? Weiß ich nicht. Du zeigst mir den dann. Genau. Dann mach mal so. Carina? Du wolltest doch noch Salz und Pfeffer. Ja. Kriegst du das von der Grillshow? Gut. Stelle ich die hier seitlich hin. Dankeschön. Und ich weiß, du wolltest kein Video dazu machen, aber ich mache ja einen Zusammenschnitt. Ja, also einfach. Musst du einfach mit Nein. Alles gut. Ich habe da kein Problem damit.
schmeiß doch einfach mal einen Fleischbrocken rein. Dann siehst du an den Fleischbrocken-Shops zum Brutzeln anfängt. Na, das geht ja los. Ha! Dann machen wir das mit Portionsweise rein. Also ihr habt gehört, portionsweise, nicht so wie ich immer alles auf einmal. Ich habe auch gelernt. Du hast auch gelernt? Ja. Ja. Aber ich merke mir das meistens nicht. Also Leute, auch den Pickelsteiner filme ich jetzt einfach von Zeit zu Zeit einmal mit. Und ja, Zusammenschnitt. Lustiges Wochenende. Also Leute, die Aromen, die hier hochsteigen. Wahnsinn. Was geht hier ab? Dann Nummer 2. Und ich hoffe mal, dass hier nicht noch ein dritter drauf kommt. Also du möchtest irgendwann mal herkommen. Also wir haben uns verewigt bei der Grillshow. Mal schauen. Ah ja, mittlerweile beim Gemüse angelangt. Ja. Sellerie, Porree, Pastinake, Kohlrabi. Kartoffeln, und dann kommt noch das Fleisch dazu, Würzen, lecker, die Brühe lecker, noch lecker dazu, und dann braucht es ungefähr 90 Minuten. Okay, da haben wir ja fast schon im Nebenvideo ein ganzes Rezept drin. Ja. Geil. Super, also, nicht? Das ist doch jetzt schon mal sofort ein Daumen nach oben wert. Alles drin? Ja, die Brühe war das jetzt das letzte und jetzt mache ich den zu. Mal gucken, wo das... So, das sollte passen. Jetzt kommt eine Kohle oben drauf und dann haben wir es ja, eigentlich. Wo habe ich meine Kohlenstange? Machst du das bitte? Ja. Gut. Legen wir noch ein paar Kohlen oben drauf. Also ich zähle da jetzt die Kohlen auch nicht extra ab. Brauchst du ja nicht. Einfach bloß ganz pauschal. Ja. Und wenn sie zu schnell runtergebrannt sind, dann machen wir halt noch ein paar warm. Ja. Nanu, der Topf ist weg. Warum? Den haben sie einfach hier rüber auf den Grill gestellt. Carina hat gemeint, da kriegt er mehr Hitze ab. Und? Also das Gemüse ist schon weich, aber das Fleisch braucht noch ein bisschen. Ja, dann lass doch noch stehen. Aber geschmacklich ist es schon gut. Teamwork. Jetzt schauen wir mal, wie weiter ist. Oh, der brodelt ja ganz schön hier. Ja, es kocht schön. Guck mal, das dunkle Fleisch, ja, das Rindfleisch. Das Ich würde es jetzt so lassen. Gut, dann können wir essen. Jetzt mache ich noch ein bisschen Gemüse rein. Also ein Peterchen Siegel, gell? Mhm. Und dann habe ich hier noch Lauchzwiebeln. Und dann nehmen wir es runter. Einmal umgerührt. Na wunderbar. Oh, sieht das nicht schick aus? Geil, Omar. Oh, und der wird schmecken. So, super. Na, dann wollen wir mal. Lecker Eintopf. Gut gemacht, Carina. Dankeschön. Hey, Patricia. Mhm. Wie schmeckt es? Ein Wunschgericht. Sehr lecker. Warum drehst du dich nicht um? Weil ich hässlich bin. Du bist so blöd. Genau deshalb. Dreh dich mal um, komm. Nein. Einmal für die Zuschauer. Die wollen dich sehen. Jetzt komm. Mei Leute, jetzt hätte ich fast noch vergessen, euch den Zitronenkuchen zu zeigen, wo Carina mitgebracht hat. Aber naja, ein kleiner Rest ist noch übrig. Da hocke ich einmal kurz beim Zocken an meinem Spiel und dann bringt der René hier so ein Steak rein. Was ist das? Ein wunderschönes Angus. Angus? Angus. Okay. 3H. Und dazu werden wir von den Sachsengrillern den Zitronenpfeffer nehmen. Also, bibsch noch eins. Ja, das wird aber du. Also irgendwie
steht es jetzt endlich mal wieder bei 78 Grad. Ich glaube, das wird heute ein Mitternachtssnack. Jetzt haben wir schon 8:45. Aber schaut mal, wer gerade noch gekommen ist. Hi, Mi, na, wie geht's? Gut, gut. Was hast denn du uns hier mitgebracht? Mein Winterprojekt. Dein Winterprojekt? Ja, mei, wenn es einem langweilig wird, dann macht man Schwalbe fertig. Gesandstrahlt, Pulver beschichtet, alles aufgearbeitet. Motor revidiert. Motor revidiert. Hat er fein gemacht. Ja. Irgendwas muss er auch können. Verliert das Teil Sprit? Nein. Der stinkt aber so. Ja, das ist ein Zweitakter, der stinkt immer. Hinten noch einen schönen alten Schulranzen draufgepackt. Okay, aber wieder zurück zum Grillen. Wie lange? Ich filme jetzt auch gerade. Achso. Liebe Zuschauer, 13,5 Stunden später, wir haben es geschafft. Wir sind bei einer Kerntemperatur von 85 Grad angekommen. Und jetzt ist der Moment da, wo wir den Deckel das erste Mal wieder lupfen, aufmachen und schauen, wie es geworden ist und wie es aussieht. Also, ihr seid dabei. Und das Schlimme an der Zeit ist, dass es jetzt 10:45 ist und dass die Mädels schon... Katastrophe, sag ich euch. Aber jetzt holen wir noch ganz schnell eine Schale, eine Zange und dann können wir es runterrollen vom Grill. Mhm. Was brauchst du so lange? Ja, mach jetzt. Das geht los. Pass auf, gleich kommt die Schichtflamme. Denkst du? Oh. Jo, da haben wir unser Brisket. Hast du die Kamera beschlagen. Aber Leute, das es sieht gut geil aus. Ja, ja, immer die Fotografierer. Ja, das muss sein. Alles für. Oh ja, ja, was lange währt, wird endlich gut. Ich habe mir echt gedacht, das Rind muss erst noch wachsen in dem Grill. Hey. Also ihr merkt, hier ist Anspannung pur. Ich hab's gesehen. Wow. Ja, und man sieht schon, wie der Saft raus, da was rausläuft. Auf jeden Fall. Und jetzt schneidest du unser Scheibchen ab. Schneidest es in der Mitte auseinander und wir machen dann ein schönes Probiererle. Eigentlich kann es kaum abwarten. Alle schauen so verhungert aus. Ja, 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 ja. Tja. Ich nehme das hier. Nee. Ja. Tja. Also. Und das hier Bier. Probiererle. Probiererle. Ja, also, los geht's. Ja, warte, warte, warte. Was denn? Nicht so. Ja. Ist das an? Das ist an. So, dann sag mal, ich weiß nicht, zu wie viel Mal Prost oder so ähnlich. Prost, Gesundheit und ja. Einfach schmecken lassen. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt leider nur eine Hand. Mhm. Kannst du es auseinanderziehen mal? Ja, gut. Ja, aber es geht. Es lässt sich zerreißen. Auf alle Fälle. Einen ganz kleinen Biss hat es noch, aber das ist vollkommen in Ordnung. Aber was ich geil finde, das Gewürz, was wir von dem Philipp? Von Philipp. Mhm. Philipp, dein Gewürz war super. Jetzt müssen wir beide. War wohl gemerkt, weil das gibt es ja nicht mehr. Genau. Aber ein Traum. Ist trotzdem ein Traum. Nach 13,5 Stunden muss man das einfach nur genießen. Ja. Lecker. Gut. Und wir essen jetzt. Genau. Dazu noch ein paar Rosmarinkartoffeln. Ah, und die probiere ich auch noch vor der Cam. Das mache ich ganz einfach. Ja. Sag mal, Michi, hast du doch irgendwo Tomatenketchup? Am besten ist der von Heinz oder so. Ich glaube, du gehst gleich ins Bett, ohne zu essen. Tschüss. So, Leute, ich werde mir jetzt die Rosmarinkartoffeln mitschmecken lassen. Frischer Rosmarin aus dem Gewächshaus. Da ist er nämlich nicht kaputt gegangen über den Winter. Und ja,
René, du bist ja gar nicht ins Bett gegangen. Nein, also ich hab... Da. Falsche Location. Darf ich wegschmeißen? Das lustige Wochenende geht am Sonntag erst einmal weiter mit einem ordentlichen Weißwurstfrühstück mit einer schönen Butterbreze. Jawohl. Hallo. Eine gute Weißwurst mit süßem Senf ist schon fein. Hallo Patricia, ich hab dich doch noch reingekriegt. Aha. Ja, zum Abschluss kriegen René und Carina noch ein leckeres Stück Birnenkuppel-Torte. So, tust du dich jetzt noch stärken für die Heimfahrt? Mach ich. Ja, den leckeren Birnenkuppelkuchen mal verkosten. Müsst ihr schon fahren. Ja, schade. Wir kommen aber wieder. Gut. Auf jeden Fall. Ist jetzt eine Drohung oder ein Versprechen? Ein Versprechen. Oder eine Drohung, das Versprechen. Lecker, der Kuchen. Ja, und René hat natürlich auch noch ein Stückchen. Einmal reingucken, bitte? Ja. Oh, super. Ja, wir verabschieden die zwei jetzt dann gleich. Und wenn ihr noch einen Dinosaurierkuchen sehen wollt, dann müsst ihr noch dranbleiben. Weil den hole ich jetzt in das lustige Wochenende-Video auch noch mit rein. Mhm. Es ist soweit. Die zwei fahren leider nach Hause. Aber ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Natürlich. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch was. Jawohl. Bei dir und. Es war echt toll. Ja. Genau. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Und dann auch, wenn es dann wärmer ist, machen wir was in der Krikota. Auf jeden Fall. Genau. Alles klar. Auf alle Fälle Feuer drin. Ja. Okay, Leute. Dann werde ich nachher noch den Dinosaurierkuchen mit reinbringen und dann nachher das Video dann komplett beenden. Alles klar. Bis gleich. Tschüss. So Leute, und jetzt präsentiere ich euch eine richtige Dinosaurier-Torte. Ich find's mal klasse. Schön mit den Zähnen gemacht. Schatz, was hängt da alles drin? Was hängt da drin? Der Boden ist der Teig von Radona Valley mit Kirschen. Und obendrauf mit Buttercreme und Zucker und etc. gespritzt. Hat du schön gemacht. Gefällt mir gut. Sieht richtig süß aus. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Hendrik. Happy birthday to you. Schau mal, Hendrik, tja, da ist Husten. Die einen sind weg, die nächsten sind da. Was soll ich dazu sagen? Außer ich beende jetzt das Video hiermit. Und Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Daumen hoch beim René vorbeigucken, den vielleicht auch noch abonnieren, dass der auch mal ein bisschen höher kommt. Er macht richtig geile Videos, auch sehr viel mit der Feuerplatte. Das ist sein Ding. Und naja, das Wochenende hat er mal den Keramikgrill ausprobiert oder ausprobieren dürfen. Okay, und das war's. Wie gesagt, Daumen nach oben, abonnieren und wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski.